Wir wollen heute weitermachen in der Serie, wo wir drin sind, beziehungsweise sie auch abschließen, die da heißt Dinge, die Jesus nicht gesagt hat. Wir wollen uns Sätze anschauen, die so allgemein immer so ein bisschen läufig sind, wo Leute sagen, ja, das glaube ich und so, aber stimmt es denn wirklich, hat Jesus wirklich sowas gesagt? Eigentlich wäre der Titel von heute, es wird keine schlechten Tage geben, aber die Frage kannst du relativ schnell beantworten. Dann musst du einfach ein bisschen Bibel lesen. Und dann wirst du feststellen, oh, doch, es wird schlechte Tage geben. Und von dem her habe ich es ein bisschen abgeändert und habe mir gedacht, beim Predigtschreiben so, okay, ich möchte eine Sache rauspicken, die da auch drinne steckt. Und das ist dieses Gott, mute dir nicht mehr zu, als du tragen kannst. Stimmt das? Stimmt das nicht? Es gibt Menschen, die sagen so, jo, das steht auf jeden Fall so in der Bibel. Das Problem ist, es ist wie so eine Halbwahrheit. Es hat was Wahres, aber es hat auch eine fette Lüge. Und das wollen wir uns heute Morgen ein bisschen anschauen. Die Frage, mutet Gott dir mehr zu, als du tragen kannst? Und machen wir ein Beispiel. Vielleicht bist du in einer Situation oder kennst es, wo du merkst so, hey, das Leben ist gerade richtig hart mit dir. Also du bist überfordert, du hast Aufgaben, du kommst nicht klar und du leidest darunter und irgendwann kommt jemand und sagt so, hey easy, Gott mutet dir nicht mehr zu, als du tragen kannst. Und ich wette mit dir, dass dir in dieser Situation geht, sodass du innerlich denkst, oh hey, hau ab, du hast keine Ahnung. Du hast gerade keine Ahnung, wie mein Leben ist. Du hast gerade keine Ahnung, mit was ich zu kämpfen habe. Du hast keine Ahnung, was das für eine Last ist. Hör auf mit diesen komischen Sprüchen. Diesen Satz, Gott mute dir mehr zu oder mute dir nicht mehr zu, als du tragen kannst, gibt es auch noch in einer anderen Form. Und die heißt, und das macht noch weniger Sinn, da heißt es, weißt du, wenn Gott eine Tür schließt, öffnet er ein Fenster. Weißt du, vielleicht hast du schon mal gehört, das ist so ein ähnlicher Satz. Und du denkst so, ja, ein Fenster, ich brauche eine Tür. Ich bin im 20. Stockwerk, was bringt mir ein Fenster? Ich brauche eine Tür. Verstehst du, das sind so christliche Halbwahrheiten, die hören sich so gut an, die hören sich so seelsorgerisch gut an, aber die sind eigentlich, die sind nicht wahr. Da steckt Quatsch drinne. Und ich glaube, das hat ein bisschen was auch zu tun mit unserer Zeit, mit dem Zeitgeist und so. Wir leben in einer Zeit, wo die meisten Erfindungen gemacht worden sind. Mal ein Beispiel, habt ihr ein paar mitgebracht und jetzt machen wir so eine kleine Umfrage, also du bist auch gefragt. Das heißt, ich zeige dir ein paar Gegenstände und wenn du sagst, dieses Gerät möchte ich nicht missen in meinem Alltag, dann meldest du dich, okay? Es geht recht zackig so. Ihr habt das erste Ding dabei. Ja? Alle, die sich nicht melden, wir haben in unserer Kirche auch so Sommerlager und Camps. Da wird von Hand abgespült, du bist gerne eingeladen. Ja, also Spülmaschine, ja, auf jeden Fall. Das nächste, haben noch was? Ja, Waschmaschine, auf jeden Fall, ist wichtig, brauchen wir. Wir gehen weiter, die nächste, jetzt gehen vielleicht die Meinungen schon auseinander, eine Mikrowelle. Aha, so, da sagen die einen, es ist ungesund, Strahlen und so. Ich habe mein Studium so überlebt. Ja? Hab da noch was dabei, ist ein Laptop, ja, das ist super, brauchen wir. Das nächste, würde ich auch sagen, Drucker, ja, wer schreibt, der bleibt, könnte man auch sagen, aber Drucker ist wichtig. Also, verstehst du, wir haben Erfindungen, die uns das Leben leicht machen. Das alles erleichtert uns das Leben. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass wir ähnlich unterwegs sind mit Gott, dass wir sagen, Gott an sich ist auch wie eine Art Erfindung, die uns das Leben erleichtert. Gottes Aufgabe ist es, dass mein Leben gut ist, dass meine Probleme aus dem Weg geschafft werden, dass ich keine Probleme habe. Das ist seine primäre Aufgabe. Woher kommt das? Das macht man so an so ein paar Bibelstellen fest. So, ne? Jesus sagt an einer Stelle, hey, den glimmenden Docht, den werde ich nicht auslöschen oder das geknickte Schilfrohr werde ich nicht abbrechen. Oder an einer anderen Stelle heißt so, ey, alle Dinge werden dir doch zum Besten dienen und so weiter. Ich meine, was heißt es mit dieser, mit dem glimmenden Docht? Da heißt es, es wird Situationen geben, die extrem sind und Gott sagt, ich werde nicht zulassen, dass du daran drauf gehst. Ich werde nicht zulassen, dass es dich komplett zerstört.
Und weißt du, die Tatsache, dass solche Sachen in der Bibel stehen, ist eigentlich keine besonders gute Nachricht. Weil das bedeutet, ja, also dass Gott weiß, es werden Situationen auf dich und auf mich zukommen, wo du sagst, hey, das ist zu viel. Das packe ich nicht, ich bin am Ende. Das hält mein Glaube nicht aus. Das stretcht mich so dermaßen, das kann ich nicht tragen, das geht nicht, das kriege ich nicht hin. Und deswegen gibt Gott das Versprechen, dass er sagt, hey, doch, irgendwie kannst du sowas schaffen. Und das wollen wir uns anschauen. In Johannes 16, da ist dieser Vers, den Jesus selbst gesagt hat. Er hat gesagt so, das habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Also Jesus sagt, hey, es ist normal, leider ist es normal, dass du in der Welt Angst hast, dass du Angstsituationen hast, dass du Angst vor der Zukunft hast, dass Angst vor Terror, Angst vor Schmerzen, Angst vor was weiß ich, dass das ein Teil von deinem Leben ist. Beziehungsweise, dass du damit konfrontiert werden wirst. Das ist normal, sagt Jesus. Und Jesus sagt aber, es gibt aber auch einen Schlüssel. Es gibt einen Schlüssel, er sagt, ich selbst habe es überwunden und mit Jesus kannst du das auch überwinden und das müssen wir heute genauer anschauen. Eine weitere Bibelstelle, die gerne in dieses Missverständnis voll reinschlägt, ist im 1. Korinther 10, da heißt es, bisher hat euch nur menschliche Versuchung getroffen, aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Merkst du, da schwingt das an, so, ja, er guckt so, dass es schon okay ist für mich. Wird schon nicht so. Aber wir müssen verstehen, hier geht es um Versuchung. Hier geht es nicht um meine Probleme. Hier geht es um Versuchung. Weißt du, wenn Menschen denken, hey, Gott ist dazu da, dass er meine Probleme klärt. Das sind die Menschen, die nach einer gewissen Zeit bitter werden, weil sie sagen, entweder habe ich ein Problem mit dem Glauben oder Gott, irgendwie funktioniert das nicht. Das sind Menschen, die irgendwann sagen werden, hey, weißt du was, ich glaube, so gut meint er es doch nicht mit mir. Also da steckt was drin, dieses, ja, Gott nimmt alles weg, das stimmt nicht. Und das Problem ist, ich habe also echt schlechte Nachrichten für dich, weil die Frage ist nicht, ob dich so eine Situation treffen wird. Die Frage ist, wann dich so eine Situation treffen wird. Jesus sagt, es werden Schwierigkeiten auf euch zukommen. Wenn du das Thema Leid anschaust im Neuen Testament, das ist eine Sache, die habe ich bis heute selbst noch nicht so genau gecheckt. Aber da kannst du relativ viel lesen. Da gibt es auch so Sätze, wo er sagt, so, hey, wenn ihr leidet für Jesus, freut euch. Ja, schlag mich nochmal. Ja, so. Also das sind Sachen, die haben wir nicht, ich habe sie noch nicht so ganz durchdacht oder verstanden. Also wie gehen wir damit um, wenn sowas ist, wenn ich in einer Phase stecke, wo es einfach zu viel ist, wo ich es nicht tragen kann? Wir springen mal in den Jakobusbrief, da haben wir nämlich genau so eine Stelle, wo der liebe Herr schreibt, liebe Brüder und Schwestern, betrachtet es als besonderen Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Ja, nur die Harten kommen in den Garten, leben ist kein Ponyhof, diese ganzen Nummern so. Aber eigentlich, wenn du das liest, dann fragst du dich, was ist mit diesem Typen los? Ist er so Fan von Selbstkasteiung? Ja, schlag dich selbst. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich das lese, denke ich mir so, es ist ein besonderer Grund zur Freude, wenn ich heute Morgen mal wieder hart auf die Probe gestellt werde. Habe ich noch nie so zu mir gesagt. Und dann schreibt er weiter, ihr wisst doch, dass er durch solche Bewährungsproben fest, also der Glaube, und unerschütterlich wird. Also die Bibel sagt uns, Bewährungsproben sind normal, harte Zeiten sind normal. Und die Frage ist, warum gibt Gott mir manchmal mehr, als ich tragen kann? Ich möchte es mal mit dem Bild von der Sackgasse versuchen zu erklären. Und zwar, wir kommen in unserem Leben immer wieder in Momente, wo wir merken, das ist eine Sackgasse. Ja, die Vorstellung von meinem Leben, die Vorstellung von meinem Partner, die Vorstellung von meinen Kindern, die Vorstellung von meinem Job, die Vorstellung von meiner Zukunft und so weiter, wo ich merke, es ist nicht so,
wie ich es mir gewünscht habe, wie ich es gerne hätte. Es ist wie eine Sackgasse. Irgendwie ändert sich da nichts. Du betest für Heilung, kenne ich. Hey, meine Knie sind kaputt. Ist bestimmt schon über 1000 Mal gebetet worden dafür. Ist immer noch nicht gesund. Scheint eine Sackgasse zu sein. Scheint, als ob Gott da irgendwie nichts machen möchte. Das sind die Gedanken, die sofort da sind, okay? Das sind solche Sackgassensituationen. Und das, was in der Sackgassensituation passiert ist, ist, dass sofort ein Gefühl hochkommt. Und das ist das Gefühl der Angst. Es kommt sofort ein Moment wie der Angst, wo du merkst, oh wow, der Job, die Zukunft, die Heilung, ne, Familie und so weiter, was passiert. Und das ist ein Gefühl der Angst, was da ist. Und wo Gedanken kommen wie, oh Mann, Gott meint das vielleicht doch nicht gut mit mir. Hast du schon mal schlecht geschlafen wegen irgendwas? Wer hat schon mal schlecht geschlafen wegen irgendeinem Ding? Was? Ja. So, das sind die Sachen, die uns nicht schlafen lassen. Das ist, wenn Angst auf unsere Seele kommt und uns nicht schlafen lässt. Das ist, du kannst es psychologisch sogar erklären, dass deine Seele, wenn die so am Ackern ist und Angst hat, dann kannst du nicht schlafen. Das geht auf deinen Körper über. Die Frage ist, was machen wir mit dieser Sackgasse? Wie komme ich in so einer Bewährungsprobe, jetzt nach Jakobus, an den Punkt, dass ich sage, Freude, cool, nochmal. Ja? Was ein entscheidender Punkt ist, ist, dass in dieser Bibelstelle darum geht, dass wir reife Christen werden. Erinnere dich an Heartbeat, es geht um Reife. Es geht darum, dass wir wachsen zu Jesus hin, dass wir Jesus ähnlicher werden. Und was unterscheidet einen reifen Christen von einem unreifen Christen? Ich glaube, es sind einige Punkte, aber eine entscheidende Sache ist, dass ein unreifer Christ sagt, Gott ist dazu da, dass er meine Probleme klärt. Gott ist dazu da, dass er in meinem Leben schaut, dass alles glatt läuft. Ein reifer Christ weiß tief im Innern, ich bin eigentlich nicht geschaffen dazu, alleine mein Leben zu handeln. Ich bin eigentlich nicht geschaffen, alleine ohne die Verbindung mit Gott mein Leben zu leben. Ich bin eigentlich geschaffen, in einer Abhängigkeit zu meinem Schöpfer mein Leben anzugehen und zu leben. Das weiß er. Und jetzt kommt eine Revolution, die dummerweise auch bei uns Christen manchmal einfach ihre Kraft verliert, weil wir es nicht nutzen. Jesus sagt, hey, ich habe am Kreuz die komplette Last der Welt getragen. Jeden Schmerz, jede Trauer, alles. Ich habe das alles getragen. Ich habe es überwunden. Und dann sagt er, ihr habt Angst, aber ich habe es getragen, ich habe die Welt überwunden. Und das bedeutet, du kannst innerlich frei werden. So. Ist Jesus äußerlich von Leid verschont geblieben? Nein. Ist Jesus von Ungerechtigkeit verschont geblieben? Nein. Kennt Jesus Situationen, wo er denkt, das geht über meine Kraft und Fähigkeit? Ja. Als Jesus im Garten Gethsemane sitzt, kannst du lesen, schwitzte er Blut. So krass am Limit war der. Mit der ganzen Nummer, mit der ganzen Aufgabe. Kennt Jesus Angst? Ja. Aber das, was Jesus vorlebt, ist, wir können innerlich an den Punkt kommen, wo mir die Lasten genommen werden, wo ich innerlich frei sein kann und unabhängig sein kann von der Situation, in die ich reingestellt bin. Ich kann innerlich frei sein und ich kann sogar in Situationen der absoluten Bedrängnis sowas wie Dankbarkeit, sowas wie Freude haben. Es gibt viele Bücher von Märtyrern, also gerade Menschen, die wegen ihrem Glauben gestorben sind, gerade nach dem Neuen Testament, also in den Zeiten in den 60er Jahren und so weiter, wo du Geschichten liest und denkst, das ist irgendwie übernatürlich anders. Menschen, die in prekären, wirklich miesen Situationen sind, die für ihre Peiniger beten, die für die Menschen beten, die sie hinrichten, und die sterben. Wahnsinn, irgendwas ist anders bei denen. Irgendwie sind die innerlich frei geworden von dem, was drumherum ist. Ich möchte eine Frage stellen, ich kenne das in meinem Leben ganz gut. Wenn es in deinem Leben gut läuft, alles gut läuft, dann entdecke ich mich manchmal wie Gott, wie ein bisschen manchmal in den Hintergrund rutscht. Wenn es in meinem Leben schlecht läuft,
merke ich auf einmal, wie Gott wieder mehr in meinen Fokus rutscht. Wenn es im Leben der Menschen schlecht läuft, dann schreiben sie Hashtag PrayFor. Und dann fangen selbst Atheisten an zu beten. Es gibt, also, ich habe ein Bild mitgebracht. Pray for Ukraine, pray for Munich, pray for Paris, pray for bla bla bla. Das sind die, wenn Dinge, wenn schlimme Dinge in der Welt passieren, sind das die Social Media Hashtags. Das siehst du überall. Und dann werden Leute, die gar nicht an Gott glauben, hauen solche Dinge raus und sagen, hey, bete dafür. Ich weiß nicht, zu wem sie dann beten, aber merkst du, es gibt Situationen, die führen dich in eine Erkenntnis rein. Die führen dich nämlich in die Erkenntnis, dass du alleine das Ding, du bist nicht designed, alleine das Teil zu tragen. Du bist nicht designed, alleine zu wurschteln, alleine die Last zu schultern. Und es führt dich in eine Situation rein, wo du merkst, so, ich bin abhängig, ich brauche das. Ich möchte ein anderes Bild davon geben, weil das ist ein Prinzip aus Gottes Schöpfung. Wir leben alle in der Welt, es ist Sauerstoff um uns herum. Wir atmen alle Sauerstoff. Der ist unsichtbar, der ist da. Wenn der weniger wird und abnimmt, merken wir das irgendwann, weil die Pumpe geht und wir irgendwie mehr Sauerstoff brauchen. Es gibt auch das Gegenteil, das nennt sich Kohlenmonoxid. Kohlenmonoxid ist unsichtbar. Hätten wir ein Problem und einen Fehler hier im Haus und das Haus würde sich füllen mit Kohlenmonoxid, dann würden wir alle irgendwann einschlafen und letztendlich sterben. Das ist das Gegenteil. Und ich bin davon überzeugt, dass das ist ein Prinzip der Schöpfung, von wegen ein Geschöpf ist in einer Verbindung mit seinem Schöpfer. Immer. Es ist immer eine Verbindung. Und für mich ist das wie ein Bild, wenn ich sage, ich lebe mit Gott, ich bin bewusst, ich brauche seine Hilfe, ich bin bewusst, ich bin in seiner Abhängigkeit, dann atme ich Sauerstoff. Wenn ich das cancel, dann fange ich irgendwann an, immer mehr Kohlenmonoxid einzuatmen und es produziert ein Verhalten, ein destruktives Verhalten in mir, was letztendlich mein Leben langfristig zerstört. Vielleicht ein Bild kannst du dir so mitnehmen. Weißt, die Bibel sagt an der Stelle, dass wir Schafe sind. Das ist keine Beleidigung. So, du dummes Schaf. So. Das ist keine Beleidigung. Aber es sagt uns sehr deutlich, dass wir keine Lasttiere sind. Weil Schafe sind keine Lasttiere. Wenn du irgendwas Schweres transportierst, dann holst du nicht eine Herde Schafe und sagst so, hey komm, zieh das Ding mal. Jesus sagt, meine Last ist leicht. Ein Mann, der Tod, Leid, Ungerechtigkeit, Folter kennt, sagt, meine Last ist leicht. Wahnsinn, oder? Also er meint offensichtlich, dass hier drinnen was passieren kann, was ein Wunder ist, dass ich frei werden kann von der äußeren Situation, egal wie schlimm sie ist, egal wie hart sie ist, dass ich Frieden haben kann, selbst wenn alle Angst haben. Und jetzt kurze Klammer auf. Jesus geht her und sagt so, bleibt in meinem Wort. Das ist ein Game Changer. Dass wir anfangen, immer mehr, weißt du, manchmal ist die Frage, wie prekär muss denn deine Situation noch werden, dass du sagst, ich nehme das Buch in die Hand und fange mal an, in der Bibel zu lesen. Manchmal, das kennt man aus der Psychologie, der größte Treiber von Veränderung ist Schmerz. Wenn du in einer toxischen Beziehung lebst und es ist alles, es läuft so, und aber eigentlich weißt du, das ist so nicht gut, das wird kaputt gehen, wirst du erst was ändern, wenn der Schmerz da ist. Ganz oft, wenn vielleicht irgendwie ein Suchtverhalten da ist, wirst du erst was ändern, wenn der Schmerz kommt. Nicht, wenn du verstanden hast, oh, eigentlich ist das gerade gar nicht gut. Schmerz bringt uns, oder Druck bringt uns zur Veränderung. Das ist das, was ein mündiger Christ weiß. Warum weiß er das? Weil in der Bibel steht, dass Gott seine Kinder erzieht. Wie macht er das? Nicht durch Süßigkeiten, sondern durch Leid. Und das ist eine harte Message für uns. Er macht das durch Leid, durch Herausforderungen. Er geht nicht her und sagt so, ich nehme dir die Herausforderung weg. Sondern ich erziehe dich dadurch. Wir fordern manchmal von Gott ein Verhalten, wie wir mit unseren eigenen Kindern nie umgehen würden. Und zwar folgendes. Wenn ich sage, Gott, mein Vater, bitte räume alles weg.
Ich habe da Probleme, kümmere dich drum, mach, dass sie weggehen. So gehen wir mit unseren Kindern nicht um. Warum? Weil wir unseren Kindern nicht alle Herausforderungen aus dem Weg räumen. Weil wir wissen, sie müssen da durch. Warum? Weil sie sonst lebensunfähig werden. Ja, Beispiel. Meine Kids kommen nach Hause und sagen so, hier Hausaufgaben. Sag ich so, okay. Dann sagen die so, nee, will ich nicht, mach ich nicht, draußen scheint die Sonne, ich gehe raus, keine Hausaufgaben. Ich so, genau, die Hausaufgaben müssen weg, keine Hausaufgaben. Ich schreibe eine Entschuldigung, kein Problem. Schreibe drunter, war nicht möglich, Grüße, Koch. Das funktioniert nicht. Sie müssen lernen, gewisse Dinge durchzubeißen. Sie müssen lernen, Hindernisse zu überwinden. Sie müssen lernen, man nennt das Resilienz aufbauen. Aber wir gehen manchmal her und sagen so, Gott, nimm alle Probleme weg von mir. Aber Gott geht her und sagt so, ich will keine unmündigen, lebensunfähigen Kinder. Hey, wenn wir anfangen und unsere Kinder die ganze Zeit tätscheln und kruscheln und bla bla, und dann wundern wir uns, warum die mit 40 immer noch bei uns zu Hause wohnen. Das ist aber das Ding, weil sie nicht lebensfähig geworden sind. Und Gott geht her und sagt so, ich möchte lebensfähige, mündige Nachfolger haben. Deswegen wird er nicht hergehen und automatisch alle deine Herausforderungen zur Seite kehren, lösen und sagen, der gerade Weg ist deiner. Das wird nicht passieren. Das Leben wird Herausforderungen haben. Aber zum Schluss noch ein kurzes Beispiel, wo der Marco jetzt mal kurz Gott in meinem Leben spielen darf, aber nur kurz. Wenn ich dastehe in meinem Leben und es fordert mich heraus und ich merke, wow, ey, der Druck nimmt zu, jetzt darfst du mal ziehen, nimmt zu, dann habe ich Möglichkeiten, was ich mache. Das erste ist, ich ziehe zurück, aber Gott zieht, ja, habe ich nicht so gute Chancen. Die zweite ist, zieh nochmal richtig, ich lass los. Nein, dann fliegt er ins Schlagzeug. Die zweite ist, ich lass los und fange an zu jammern und sag, wie unfair Gott ist. Das bedeutet loslassen. Die dritte ist, zieh nochmal, ich gehe mir entgegen, ich gehe einen Schritt und ich kann Spannung rausnehmen. Dankeschön, grandioser Auftritt. Danke. Was ich damit sagen will mit diesem einfachen Bild ist dieses, wenn du in deinem Leben Herausforderungen hast, wo du merkst, wow, ich habe die Möglichkeit, Gegendruck, ich mache es selbst, ich bin ein Lasttier und ich wurschtel jetzt und ich mache, kümmere mich, das ist die eine Möglichkeit, da wirst du nicht weit kommen. Die zweite ist, du lässt los und sagst, es ist ja sowieso alles doof und fängst an zu jammern, wirst du auch nicht weit kommen. Und die dritte ist für mich, wo ich sage, okay, ich überlege mir, und das bedeutet für mich Kirche, du hast den Heiligen Geist, du hast Gemeinschaft mit anderen Leuten, mit denen du unterwegs bist und fragst du, okay, hey, was für einen Schritt soll ich gehen? Jesus, was willst du mir zeigen? Wo willst du mich frei machen vielleicht? Wo willst du mich erziehen? Ja, Hebräer, durch Leid erzieht er uns seine Kinder. Und dann sagt der Hebräer noch, das ist gut. Das ist gut, das ist was Gutes. Welchen Schritt kann ich machen? Jesus zeigt zu ihm mir. Ich möchte das ganz konkret mal, ich möchte es mal runterbrechen in mein Leben. Und zwar ist es mit dem Thema Bühne. Mittlerweile ist es so, dass es gehört zu meinem Leben dazu, auf irgendwelchen Bühnen zu stehen und was von Jesus zu erzählen. Aber das war nicht immer so. Und es sind eigentlich nur drei Stufen. Aber diese drei Stufen machen was mit dir. Und die drei Stufen verändern etwas. Weil ihr sitzt im Dunkeln, ich stehe im Licht. Ich sage irgendwas, du findest es cool oder du findest es blöd. Kann sein. Entweder magst du mich oder du magst mich nicht. Lauter solche Dinge. Es geht nicht darum, ob ich dich mag, sondern es geht darum, ob andersrum. Also das heißt, es passieren äußerlich Veränderungen, aber innerlich genauso. Und innerlich habe ich lange gedacht, ist es ja normal, da zu stehen, bevor du dann hochgehst und sagst, ich habe eine Nervosität in mir oder eine Anspannung. Ist ja normal, hat ja jeder, oder? Ist nicht normal. Ich hatte in meinem Leben, hatte ich einen Moment, wo ich gemerkt habe, das war für mich wie eine Erleuchtung, wo mir Jesus was gezeigt hat. Habe auf so einem größeren Camp predigen dürfen, wurde gefragt, ob ich da die so zwei Sessions mache und habe gemerkt, okay, ich habe noch nie vor so vielen Menschen gepredigt. Und habe gemerkt, wie ein Druck in mir steigt. Und wie ich sage, Matze, das muss sitzen.
Ja, das darfst du nicht verkacken, so. So, das muss voll laufen. Und ich habe gemerkt, was passiert? Menschenfurcht steigt in mir hoch. Ja, Menschenfurcht, wo ich sage, so, was ihr denkt, ist mir wichtiger, als was er denkt und was mein Auftrag ist. Das ist Menschenfurcht. Kannst du auch Sünde nennen. Okay? Ist hart, aber es ist so. Und habe dann wie gemerkt, so, okay, ich muss mich wie frei machen. Ich muss diese Dinge, die müssen ans Kreuz. Und habe erlebt, dass gerade im Kontext Bühne für mich, weiß nicht, ob für dich, aber für mich ist der Worship vorneweg immer wichtig. Weil es genau der Moment ist, wo ich kurz sage, okay, um was geht es? Okay, da kommt dieses Gefühl hoch, wo gehört das hin? Es gehört nicht auf meine Seele. Menschenfurcht, Angst gehört nicht in deine Seele. Wo gehört das hin? Da gehört es hin. Und dass ich diesen Moment habe im Worship, wo ich sagen kann, ich bringe dieses Ding ans Kreuz, weil da gehört es hin. Jesus hat es überwunden. Also kann ich mit ihm auch überwinden. Das ist ein Ding, das passiert vorher und das passiert auch nachher. Verstehst du? Menschen denken, wenn du in einer Masse sitzt und einer steht vorne, dann sieht der vorne das nicht, wie du bist, ob du dabei bist oder nicht. Nein, du siehst alles von vorne. Aber ich möchte sagen, du gehst runter und dann geht der Gedanke wieder los. War das jetzt gut? Ja, vorhin haben sie gelacht. Okay, cool. Ein anderes Wort dafür ist Stolz. Wenn ich runter und sage, so, oh, war das jetzt gut? Hat das was gemacht? So? Ich weiß es nicht. Hast gehofft, dass Dinge sich verändern, dass Menschen Durchbruch haben, bla bla bla. Minderwert. Hey, Leute, pass auf, das hört sich jetzt sehr hart an. Alle Dinge, die für mich mit dieser Bühne zu tun haben, die solche Sachen auslösen, das nennt die Bibel Sünde. Ja? Stolz. Die Bibel sagt, Gott widersteht den Stolzen. Minderwert heißt, ich nehme nicht ernst, was er ausgesprochen hat, was meine Identität ist. Wenn ich sage so, okay, es geht um meine Leistung hier an der Predigt, das ist entscheidend, damit Gott irgendwas tut, dann habe ich einen Leistungsglauben. Da geht es um Werksgerechtigkeit. Ich muss etwas tun, damit Gott etwas tut. Ich merke immer wieder, ich brauche die Gegenwart Gottes. Ich brauche, dass ich mit ihm mich verbinde und seine Wahrheit suche. Die Frage ist jetzt, was sind deine Bühnen? Das ist meine. Aber du hast auch Bühnen in deinem Leben. Vielleicht ist das morgen das unangenehme Gespräch mit deinem Chef in der Firma. Vielleicht ist es eine Situation in der Familie, wo du merkst, eigentlich müsste ich jetzt hier Verantwortung übernehmen, etwas tun. Keine Ahnung, wie deine Bühnen aussehen, wo Dinge in dir passieren. Möchtest du jetzt am Ende nochmal kurz so runterbrechen? Mündigkeit heißt nicht nur, ich weiß, ich bin nicht geschaffen, um die Sachen alleine zu tragen. Das ist so, das erste Ding heißt, Mündigkeit bedeutet, ich weiß, ich bin designed, dass in Verbindung mit Gott mein Leben leben muss und meine Lasten damit habe. Mündigkeit heißt, ich habe auch die Möglichkeit, Dinge zu tun, einen Schritt zu gehen, auf Gott, ihn zu fragen, was ist dran, was soll ich lernen, was willst du machen, was willst du in mir verändern. Und das Dritte ist, und das ist das Coole, das können wir bei Paulus lesen im 2. Korinther, wo er sagt, in der Schwachheit ist er stark, in meiner Schwachheit ist er stark. Das sind die Dinge, du und ich, wir dürfen jedes Mal damit rechnen, dass die übernatürliche Kraft Gottes in deinem Leben und in meinem Leben zum Ausdruck kommt. Dass sowas passiert wie Durchbrüche. Dinge, wo auf einmal der Knoten aufgeht. Ich möchte mal ein Beispiel geben für in meiner Schwachheit ist er stark. Das sind zum Beispiel die Momente, wenn ich sage, am Samstagabend habe ich den größten Zoff mit meiner Frau, aber am Sonntagmorgen soll ich euch was von Ehe erzählen. Das ist meine Schwachheit, wo ich sage, hey, ich habe gerade den größten Zoff, aber jetzt musst du. Oder wenn ich merke, so, ich habe eine furchtbare Nacht gehabt, ich bin total müde, ich bin fertig und eigentlich will ich gar nicht, dann habe ich nicht viel zu bringen, dann muss er. Verstehst du, in meiner Schwachheit ist er stark, das ist das, was Paulus meint. Ich komme gleich zum Schluss. Johannes 5, gucken wir uns noch kurz an. Da heißt es, jedes Kind Gottes kann den Sieg erringen über alles, was sich in dieser Welt Gott widersetzt. Das ist die Message für dich
und für mich. Okay? Du kannst den Sieg erringen über allem. Ja, unser Glaube hat diese Welt bereits besiegt. Nur wer daran glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, kann diesen Sieg erringen. Es ist nicht gemeint, dass du kein Leid in deinem Leben erleben wirst. Es ist nicht gemeint, dass es in deinem Leben keine Sackgassen gibt. Aber es ist gemeint, dass du innerlich den Sieg erringen kannst. Über das, was kommt. Über das, was, wo du herausgefordert wirst. Okay. Letzte Folie, dann landen wir. Was sind die Möglichkeiten in Sackgassensituationen? Ich habe dir wie drei Sachen mal aufgezeigt, beziehungsweise sind vier. Das erste, und das feiere ich und das liebe ich und das geht dir wahrscheinlich genauso, wenn du merkst, es gibt einen Durchbruch. Da ist ein Problem, da ist eine Krankheitssituation, da ist irgendetwas und es gibt einen Durchbruch und Gott schenkt Heilung. Gott schenkt eine neue Perspektive. Gott schafft durch den Heiligen Geist den und schlägt durch die Mauer durch. Das sind Dinge, nach denen sehen wir uns. Aber es kann auch sein, dass du in diese Sackgasse reinläufst und denkst so, die Mauer muss weg. Gott muss den Durchbruch machen. Aber Gott sagt vielleicht, nee, es gibt einen anderen Weg. Guck mal, da ist eine Leiter, du musst über die Mauer drüber. Das ist eine andere Möglichkeit. Die dritte Möglichkeit ist, dass er sagt, vielleicht hast du dich verrannt, vielleicht sagt er, kehr um, ich habe einen anderen Weg für dich, wenn du in Sackgassen-Momenten stehst. Und die vierte Möglichkeit, und das ist die schmeckt uns am wenigsten, mir schmeckt die am wenigsten, weil ich kein geduldiger Mensch bin, ist, dass Gott sagt so, warte ab. Es ist noch nicht die Zeit. Das macht er sehr oft. Und das sind auch Momente, in denen Gott dir was beibringen möchte. In denen Gott dich lehrt. In denen du reifen darfst. Das sind nervige Momente, finde ich manchmal. Aber das sind gute Momente, weil du wächst. Und ich bin immer davon überzeugt, dass Gott uns solche Momente gibt, auch damit wir sagen können, okay, ich nutze jetzt diese Zeit, die ich habe, um ready zu werden für das, wenn Gott kommt, wenn es an der Zeit ist. Das kann ganz unterschiedlich aussehen. Das kann zum Beispiel so aussehen, dass du sagst, ich gehe in so eine Kleingruppe. Ich will die Basics des Glaubens nur machen. Oder was weiß ich. Was ist heute Morgen für dich dran, wenn du auf deine Sackgassen schaust? Vier Optionen. Ich möchte das mitgeben, möchte jetzt beten. Ich bete jetzt und dann landen wir. Jesus, es ist viel gesagt worden, aber du bist der übersetzt. Und Heiliger Geist, danke, dass du hier bist. Schließ du jetzt Herzen auf, schenk du Erkenntnis. Danke, dass du nicht mit einem Blick der Anklage auf uns schaust und sagst, hey, du musst da mehr machen und du musst da besser werden, sondern dass du mit einem gnädigen Blick auf uns schaust und sagst, ich möchte in dir das gute Werk vollbringen. Und Jesus, so stehen wir da, auch mit offenen Armen und sagen, wir wollen das empfangen von dir. Wir wollen erkennen, was du für Schritte mit uns gehen möchtest, wenn Sackgassen da sind. Wir wollen erkennen, ob es andere Wege gibt, ob wir umkehren sollen, aber wir wollen auch erleben, wie du Durchbrüche schenkst. Aber wir wollen die Hindernisse und die da kommen, wir wollen sie annehmen und frei werden durch dich innerlich und sie überwinden. Jesus, und so bete ich jetzt, dass du jedem Einzelnen hier in diesem Haus das jetzt gibst und schenkst, was er braucht. Erkenntnis durch deinen Geist, Mut durch deinen Geist und die Kraft durch deinen Geist, den Weg zu gehen, dir nachzufolgen, dir ähnlicher zu werden. In deinem Namen, Jesus. Amen. Wir hoffen, dieser Podcast hat dich inspiriert und dir geholfen, in deiner Beziehung zu Gott zu wachsen oder vielleicht sogar erste Schritte zu tun. Wenn dir das so geht, dann freuen wir uns, wenn du mithilfst, diese Botschaft zu verteilen. Das kannst du tun, indem du unseren Podcast likest, den Daumen nach oben drauf drücken oder einfach den Link weiterleitest. So werden mehr Menschen mit dieser Botschaft von Jesus, mit dieser Hoffnung erreicht. Du kannst auch gern durch eine Spende mithelfen, dass wir diesen Podcast weiterhin im Internet kostenlos und maximal verbreiten können und so viele Menschen neue Hoffnung bekommen. Vielen Dank für alles, was du mit ermöglicht.